Aloha. Vielen Dank für die Geduld. Gerade festgestellt. Beine sind so ein bisschen gummimäßig. Yay. So, Frage ist, müssen wir denn hier eigentlich noch mit der Allende fahren? Ja, wenn nicht schlecht, ne? Was kommt hier nochmal? 17.000 Base-IP. Ui. Ja, das passiert von alleine. Brauchen wir die Allende jetzt nicht dafür. Spezifisch. Kapitäns-IP, Gefechtspass. Oh, guck mal, wir haben den Vierer mal schon. Werft. Base IP für gewählte Gefechte. Werden wir wohl zusammenkriegen. Was können wir denn spielen? Tier 8 bis Tier 9. Warum? Brauchen wir irgendwas Spezifisches? Einfach nur Credits, oder? Die normale XP-Aufgabe im letzten Auftrag ist schlimmer. Du meinst bei dir hier? Die 45.000 Base XP, ja. Und das hast du ja auch in der Werft im letzten Auftrag. Gut, dafür hast du dann 2 Wochen Zeit, haben wir rausgefunden. Aber du musst halt zweimal 40.000 fahren für irgendwas, ne? Weil, dass du einen Krieger machst, einen Kraken, damit solltest du jetzt nicht rechnen. Aber dann halt eine Woche 40.000 Base IP von einem Schiffstyp. Oder du machst zweimal 20.000 von zwei Schiffstypen. Jacke, Hose, aber du solltest dich halt schon auf zwei Schiffstypen begrenzen. Das Einzige, was mir hier ein bisschen Auftrieb gibt, ist die Tatsache, da werde ich definitiv meine amerikanischen Zerstörer wieder da am Start haben. Weil die sollten ja mittlerweile langsam, aber sicher wieder dem Reset entgegenstreben. Na, noch 13 Tage, sprich 2 Wochen. Dann kann ich mir die halt wiederholen. Kann die neu hochgrinden. Was das vielleicht ein bisschen erträglicher macht. Oh, guck mal, neue News. Eine neue News. Zwei neue News. Schiffslogbuch, Reise nach Thailand. Wer ist sie eigentlich? Ist sie von der Community Team irgendwas? Weil man sieht halt nur noch sie in den Videos, ne? Die Dasha sieht man halt gar nicht mehr. Das Songkran wird in Thailand jedes Jahr gefeiert. Ah, okay. Ah, das ist ab heute, tatsächlich. Okay. Verursachen sie wieder schon von, um mit der Fra Guang im Unternehmen so in Kurven zu richten, 220.000 Schaden. Verdienen sie mit Superschiffen, sie mit Kopf 16.000 Basis-EP. Was? Ah. Ah, 3.000 Free XP dafür kriegen. Okay. Weil die schon von muss ich ja noch spielen. Oh, das passt mir ausgezeichnet. Der Anzac Day. Anzac Day ist Australien, ne? Oder? Anzac Day ist Nationalfeiertag, Australien ist ja. Genau. Zack, ab morgen. Ah, es tut mir schon wieder das Handgelenk weh. Ich hoffe, ich habe so keinen Tennisarm. Ja, keine Karpaltunnel. Syndrom oder so. Werbeikone.
Dasha ist doch Russin und jetzt für Lester tätig. Wer ist Lester? Ja. Ja, das habe ich mir auch gedacht, ne? Dass das halt der Grund ist, warum sie halt Dasha rausgenommen haben. Obwohl, war sie nicht Weißrussin? Ich weiß gar nicht. Die Firma, die wir essen müssen. Ah, okay. I see. Küste von Augusta. Was gibt's denn alles für Events jetzt gerade wieder? Es sind jetzt schon drei Events am Wochenende. Vor der Silianischen Küste an eine erbitterte Schlacht geführt. Michel de Ruyter. Ah, einen besonderen Kampfauftrag. Ah. Verdient mit französischen Schiffen. 15.000 Basis EP. Verdient mit niederländischen Schiffen. Das ist ein Bänder. Oh. Halt 5 Tarnung Riviera oder 5 Tarnung fliegender Holländer. Ja, das ist ja nix, oder? Deswegen hätte ich trotzdem gewusst, wer sie halt ist. Oh. King of the Sea. So, gewertete Gefechte. Guck mal, haben eingeschaltet. Summer. Allgemein jetzt noch ein neues Ding. Genau. Jetzt müsste hier Songkran sein. Schumpfhorn. Oder bin ich den 7er schon durch? Das weiß ich gar nicht. Egal. Ich muss erstmal hier wieder gewertete Gefechte machen. Ne, für den blauen Beutel. Irgendwas. Was nimmt man denn da? Ja, da können wir genauso gut 9er nehmen, oder? Schon mal die ganzen 8er rausschmeißen. Richtig Bock macht halt keiner irgendwie gerade. Na gut, hier Pommern, oder? Mr. Lütjens hat gerade nichts zu tun. Es gibt für den ersten Auftrag eine News 3000 Fliegen. Ja! Aber der war irgendwie nicht da hier gerade. Na doch, die, doch, das ist er. Schimpfen. Aber ich will erstmal hier die 1600 die hier machen, die 1500. Geht ja relativ schnell, sind 2 Gefechte. Dann sollte man durch sein und 2 blaue Container abkrabbeln. Ist okay, kann man mit leben. Aber wir können auf alle Fälle... Schiff-CP brauche ich nicht. Kapitän-CP könnte man mitnehmen. Flieg-CP nehmen wir auf jeden Fall mit. Gehen wir mal rein. Ja, in jedem Fall wieder viel zu viel Zerstörer dabei. Komm, wenigstens ohne Flugzeugträger. Okay, ohne Flugzeugträger. Und nur ein Zerstörer. Friedrich Pommern Massa gegen Brandenburg, JB und Pommern. Ibuki, Neptun. Ach, ich hätte lieber die Alaska. Lieber die Alaska Press als die Ibuki und Neptun. Wie können die uns zwei schwere Kreuzer, wie können die dem Gegner zwei schwere Kreuzer geben und uns zwei leichte Kreuzer? Alle Mann auf Gefechtsstation. Was ist denn das für ein Schmutz? Ja.
könntest du ja. Außerdem unsere Kroning fährt halt nicht mit. Warte auf Anweisungen. Ja, komm, fahr, Massa. Heute noch. Du wirst eh nicht langsamer für mich, also. Scheiß auf die 15 Kilometer Ibuki-Torpedos. Die Alaska hat wesentlich mehr DPS, ey. Wesentlich mehr Rohpower. Und sie hat Radar. Die Massa kackt mich schon wieder an, ey. Er will halt unbedingt vor mir kreuzen und dann dreht er sich wieder zurück. Und fährt mir halt direkt vor den Bug. Kacknabel. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Ja, meine haben schon mal nicht getroffen. Läuft. Alter, die Buki-Schwein. Jetzt verpiss dich, Massa. Heute noch was zu tun hier. Guter Spot, Alaska. Guter Spot. Um Reisen tue ich halt nichts. Feueralarm! Torpedos voraus! Torpedos voraus! Alter, wie viel scheiß Torpedos kommen denn hier noch, ey? Torpedos direkt voraus. Problem gelöst. Feueralarm. So. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Haben wir's jetzt? Haben wir es jetzt? So, ich brauche jetzt erstmal meine Ruhe. Damit ich wieder ein bisschen Leben abkrabbeln kann, ey. Ich brenne halt friedlich vor mich hin. Das ist so schlecht. Ich brauche Unterstützung. Du Affe brauchst nix. So, die habe ich gegeben. Und damit bin ich erstmal Verschwundibus. Ja, Verschwundibus. Heal. Heal ist wichtig. Ja, ist klar, Alaska. Ist klar.
weniger als 7k. Die schaffen es halt zu zweit nicht, die Press da wegzuklatschen. Die aus allen Löchern brennt. Ibuki hier ist nämlich schon weg. Neptun macht halt nichts. Alter Friedrich, ne? Was ist mit dem, außer dass er rückwärts fährt? Feuerpower. Waren ein paar tausend. Jetzt kommt die Alaska wieder. Ja, come on. Dreh dich halt schön zu Alaska, Mann. Was soll denn das? Wie sinnlos kann man seine HP... Weg, Jolon. Gegnerischer Kreuzer gesunken. Friedrich der Affenkopf, ey. Ist halt die ganze Zeit da außen rumgefahren und hat nichts geleistet. Ja, Neptun fährt halt auch nur umher, anstatt zu schießen. Und er könnte schießen. Jede Menge. Und die Neptun könnte richtig Schaden machen. Na gut, der wird halt darauf hinaus spekulieren, den Cap zu contesten, hoffentlich. Ja.
und über Cap zu gewinnen. Weil der war arscheng. Na gut, die JP wird halt nichts mehr mit dem Cap zu tun haben. Aber die Pommern wird halt in den T-Cap fahren. Das heißt, er muss halt den B-Cap halt holen. Und er ist tatsächlich eher drin. Das könnte halt der Winning Move sein zum Schluss. Ja, das gibt, weil er eher drin ist, gibt uns das natürlich nochmal einen riesen Vorteil. Alter, fahr weiter. Nicht da stehen bleiben, Junge. Na, unsere Punkte ticken halt friedlich vor sich hin, während der Gegner halt einfach nichts kriegt. Und das heißt, wir ticken gleich wieder mit 2. Der wird halt hier gleich reinfahren in C. Ah, guck mal, wir ticken kurz für 3. Was gibt richtig Punkte? Jede Sekunde zählt hier. So, es ist ein C drinne. Alter, fahr halt einfach weg, Mann. JB ist halt ultra passiv, aber ich habe halt Angst, dass die JB halt jetzt hier in der Insel vorkommt. Und die Neptun einfach sieht. Uns reicht zur Not ein Cap. Aber die Neptun muss halt überleben. So, jetzt hat er den Cap gecapped. Werden wir wohl hinkriegen. In diesem Spiel passiert nichts mehr. Außer, dass er noch geklatscht wird, weil er einfach dumm hier rumsteht. Ja, da kommt die Pommern. Jetzt sieht er ihn, macht einen Lucky Zita oder so und dann ist er weg. Anstatt dass er einfach hier immer straight weg vom Gegner. Komm, es macht der Blödsinn, Alter. Zum Glück gibt in der Spiel keine Chance, Blödsinn zu machen. So, Rang erhöht. Easy. 1300. Nur wie lange er überlebt hat und trotzdem nichts gerissen, ne? Der Friedrich, nichts gerissen, die Wurst. Wie lange er überlebt hat noch. Die Massa. Ja, ist klar. Alter. So, das heißt 1300 habe ich. Das heißt noch einmal fahren, egal wie. Und dann ist halt hier meine Base EP los. Die 12 Aufträge, welche davon? Ich ziehe hier. Ja, auf alle Fälle überall schön was dazu. Wir machen gleich nochmal. Pommern ist halt Gucci.
Ach ja, eine Ruprecht, eine Norka, Yugo, Mokita. Oh, Alter, wie viel Zerstörer. Kein Kreuzer. Okay. Finger sind eiskalt. Oh, das ist schlecht. Finger ist eiskalt. Ja, jetzt fahren alle rechts. Das ist schlecht. Warte auf Anweisungen. Ende. Okay, die Kita braucht Unterstützung. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Okay, Izumo. Keiner von denen fährt nach B rein. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Jetzt ist einer im B drin. Gegnerische Schlachtschiffe entdeckt. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Die verlieren hier wieder. Ja, wir haben einen DD schon wieder verloren. Alter. Ich kann auch nicht hier davor johlen, weil da die Sumo halt noch irgendwo ist. Genau er.
Was ist denn hier mit Lütjens? Kommt er mal? Kommt er nicht? Heute, morgen. Direkt voraus. Problem gelöst. Gegnerisches Schlachtschiff gesunken. Torpedos voraus. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Stationen. Vorrücken zum Erobern dieses Bereichs. Buschin, ja, perfekt. Torpedos auf Backbord. Alle Kräfte, diesen Bereich erobern. Verstanden. Bisschen Stress hier gerade.
Problem gelöst. Unser Sieg ist in Sicht. Torpedos auf Backbord! Torpedos auf Backbord! Torpedos direkt voraus! Unser Sieg ist in Sicht! Torpedos voraus. Jesus. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer. Alter. Ich muss mal sagen, ich und Nikita Kase waren jetzt hier der Matchwinner. Mogador ist halt richtig hart zum direkt früh aus dem Spiel raus. Oh, immerhin, da gab es richtig, richtig Klatsche für. Ne, Izumo 43k. Auch wenn die Torps nur 3000 gemacht haben, ne? Aber der hätte mich halt gerammt, die Wurst. Die Mogador, die Misuri halt schön weggespammt. Die Tierpitz hat richtig hart gefressen. Für die kurze Zeit, die wir halt eine Interaktion hatten. Ja, 35.000 Schaden durch Aufklärung gemacht. 1,5 Millionen getankt. Ich habe 75.000 eingesteckt. Ja, ich habe halt von drei Schlachtschiffen und einem Zerstörer habe ich auf die Fresse gekriegt. Meine Fresse. Eigentlich von zwei Zerstörern sogar. Weil die Black hat ja auch auf mich geschossen. Nur ja, für 4.000. Puh. Sekundärbatterien. 68.500. Was willst du mehr, ne? Was willst du mehr? Sekundär ist halt deine Welt. 68.000 und nochmal 6.000 durch Brände sind insgesamt. Wie viel durch Sekundär? Puff. 74.500. Das Hammer. Kann man mit leben, ne? Auch jede Menge Aufträge erledigt. Alter Schwede. Kapitän CB voll. Schlafender Vulkan. So, nur Aufträge abschließen. Basis-EP verdient. Potenziellen Schaden. Ah, bin ich ein kleines bisschen stolz gerade auf das Gefecht. Wöchentliche Sache, Kreditpunkte, ja. Ah, 3000 haben wir schon. So, aber das war's. Viel zu anstrengend. Viel zu anstrengend, diese Gefechte. Was? Oh, guck mal, Wargaming streamt auch. Warum streamt Wargaming jetzt schon? Habe ich irgendwas verpasst? Warum streamt Wargaming jetzt schon? Oh, die machen Ziff. Oh, da ist wieder Ziff-Event. Oh.
Warum streamt World of Warships schon? DE-Update-Stream. Ah, klar, es ist DE-Update-Stream. Okay, dann müssen wir mal. Der DE-Update-Stream. Wir lassen ihn mal laufen. Müsste jetzt nicht irgendwie sogar noch ab 16 Uhr. Ja, ab 16 Uhr ist auch Community Official Channel und so. Okay, perfekt. Dann lass mal das mal laufen. Inventar. Damit die sich da wursteln können. Okay, so. So, Kapitän, wir hoffen, dass Sonnenkran gefallen hat. Mit einem besonderen Kampfauftrag könnt ihr die Feind fortsetzen. Klingt doch schaffig, um einen Portalartikel zu erfahren, wie die Flagge Sonnenkran festbekommt. Habe ich nicht gerade Sonnenkran gemacht? Das bekommen? Na doch, haben wir doch gerade gemacht, oder? Ja, haben wir doch angenommen vorhin. Dann ist ja alles Gucci. Bin ich gelobt worden? Nein, ich bin nicht gelobt worden. Ach, ihr Schmutzfinken. Ich reiß das ganze Match und es lobt nicht mal einer. Oh, Windows Defender. Alter, jetzt kommen sie wieder alle. Alle kommen sie wieder an und wollen irgendwas. So. Sehr schön, das sind meine blauen Containers. Wir holen mehr Kohle. So. Gefechtspass läuft. Werft haben wir auch schon wieder. Nehmen wir mit. Na, zwischenzeitlich uns immer an den Sachen ergötzen. Hä? Es wird nichts gebaut, aber ich kann eine Belohnung abholen. Ah ja, 5 Container gewöhnliche Boni. Ach, die Werft ist wieder total verbuggt. So ein Crack. So. Kampfaufträge. Immerhin, wir sind durch. Panamerikanische Sachen sind auch durch. Ja, muss ich im Endeffekt nicht viel machen, ne? Ich habe hier den Großteil, der haben wir schon erledigt und wir müssen die ja sowieso nochmal spielen. Hier. Von daher werden die Kills halt auch, die werden halt kommen und die Base P, die werden wir halt jetzt gemütlich wegspielen. Was sagt denn meine Werft? Ich brauche noch Schaden. Ich muss noch Kreditpunkte verdienen. Um in Schlachtschiffen. Oh Mann. Mit Kreuzern und Schlachtschiffen Kreditpunkte verdienen. Okay. Na, wo ist er? Also in der Theorie könnte man sogar das mitfahren, aber ist mir halt einfach zu stressig gerade. Ich bin kein Fan von. Obwohl ich durch die Pommern halt auch richtig gut halt mithalten kann. Wie sieht es noch nicht aus mit Lütjens? Ich habe eine knappe Million. Ich müsste hier noch 500.000 reinstecken. Nur damit er halt den letzten Punkt bekommt? Nee, ich fahre den noch oft genug. Na, es wird wohl dann bei 3 Punkten eher sein. Der Adrenalinrausch.
gerade weil er halt die Sekundäris einfach so stärkt. Das ist so wichtig. Das Brennen, einmal ein Brandherd weniger. Und 10% weniger brennen. Du brennst halt eh schon. Gefühlt. Nach jeder zweiten HI-Salve. Oder? Wo waren die Dinger? Nee, das war ein Profil, ne? Bei Ränge. Oh, was ist das für eine Sammlung? Da ist es schon. Bei Ränge. Sie können diesen Rang nicht verlieren. Uns durch Silberliga, Bronzeliga quälen? Wollen wir das? Immerhin ein bisschen Stahl abkrabbeln dabei. 200 Dublonen. Ups, Update für WWS gefunden. Hat WG schon einen Bugfix raus. Was? Weiß nicht. Also ich bin noch nicht aus dem Spiel rausgeworfen worden. Bist du aus dem Spiel rausgeworfen worden? Solo? Na, wenn sie jetzt einen Bugfix raushauen, dann ist irgendwas... Im Stream-Channel geht's gerade ab. Anyone else having trouble updating the game? Okay. Spiel nicht erreichbar, Server und Login tot. Warum kommen wir nicht ins Spiel? I played an hour ago, was all okay. Okay, scheint wohl Probleme mit dem Login zu geben. Ich wollte gerade sagen, ich wäre jetzt... Ich wollte gerade sagen, ich wäre... Achso, du hast keine... Bist nicht aus dem Spiel geworfen worden. Davor war das Nein bezogen. Ich habe ja den Stream nur nebenbei laufen. Ich sehe nur den Chat von denen. Ich sehe nicht, was die beiden Nasenbären sagen. Aber es scheint halt tatsächlich gerade Probleme im Einloggen zu geben. Okay. Aber wenn man sowieso hier, ja gut, da können wir auch Dings zu AI weiterspielen, oder? Gewertete Gefechte. So. Ja, Lütjens ist noch drauf. So, Schiff-CP braucht man nicht. Kapitän-CP mit Standard 200% mit. Aber natürlich halt hier die dicken Freak-Spieler. 230.000 brauchen wir noch. Werden wir noch hinkriegen. Der Patch geht 5 Wochen. Woran erkenne ich das? Weil der Gefechtspass 5 Wochen geht. Hahaha. Und Gefechtspass geht ja immer von Update zu Update. Oh, hier, guck mal, hier haben wir die ersten 7,5 kriegen wir auch schon. Ruggedigu. Außerdem könnte man, wenn wir hier schon Klumpelsheimer fahren, könnte man. Da sind die Sekundäris, ne? Ja,
die Feuerreichweite der Secondaries nochmal erhöhen. Detonation. Brandbekämpfung. Mehr reparieren. Schiffsgeschwindigkeit ist nicht so wichtig. Flugabwehr auch nicht. Einen Wassereinbruch zu verursachen, ist klar. So, Brand. Brand. Rammschaden am Gegner. Nee. Reparaturzeit, Wassereinbruch. Nee, Wassereinbruch wird. So, ne? Jetzt haben wir hier so ein paar Fleckchen mitgenommen. Das ist easy. Jetzt flamen sie sich wieder zu. Im Channel. Mega läuft. So, okay. Okay, der Tactical Container läuft. Die Community Magen laufen. Die Standard Drops laufen. Okay. Meine Fresse, musst du alles bedenken hier. So dann. Rollen wir weiter, oder? Ja, ist allgemein ein Fehler bekannt. Ich bin ein wenig traurig und enttäuscht über die angekündigten Downgrades der Supercontainer. Werden die TX-Schiffe beim WoWS-Geburtstag zwei Supercontainer bringen? Die Antwort ist definitiv nein. Okay, eine Iwami, eine Ruprecht, eine Pommern, St. Louis, Mogami, Ignazio Lente. Oh, kein Zerstörer. Tatsächlich mal. Haben wir keine Caps? Das ist. Die Schlacht beginnt. Das ist Dingsy Bumsy. Mega. So, 12 Kilometer Secondaries. Dann kann ich leben. Alter, jetzt spam da irgendwelche Umfragen zum Patch. Manchmal kannst du den Channel echt nicht lesen. Manchmal bin ich froh, dass ich den nicht sehen muss. Oh, wir haben zwei Pommern, sehe ich gerade. Hat er wenigstens seine Pommern-Tarnung drauf? Nein, Schmutztarnung. Schon durchgefallen.
Edinburgh ist ein Depp. Der fällt doch bestimmt jetzt hier außen lang. Warum auch immer. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Ja, unsere Mogami stirbt halt einfach. Alter, was für ein nutzloser Depp, ey. Jetzt hat er sich auch noch gebeacht. Aber der hat sich gelohnt. So, jetzt kommen die nämlich gleich hier unten durchgewackelt. Wer ist er denn? Helfen Sie fahren. Torpedos voraus. Torpedos auf Backbord. Brauchen wir keine. Torpedos auf Backbord. Ist auch irgendwie uncool, da reinzufahren, weil... Ich sehe halt echt nichts. Das ist so schlecht. Ja, natürlich. Dann kümmern wir uns mal halt um ihn. Feueralarm! Boah, das hat wehgetan. Aber die Torpedos frisst er. Und damit ist er raus. Und damit bin ich jetzt mal dran, wenn ich denn mal meine irgendwie rüberbringen würde.
Oh, meine Kraft, meine Wassersuppen. Ach, scheiße, die Mugami hat echt überlebt. Klassische 7000. Oh, einer weg. Einer weniger, der mir auf den Sack geht. So, jetzt sieht die Sache doch schon mal anders aus, hä? Jetzt sieht die Sache doch schon mal anders aus. Wäre halt echt cool, wenn meine Kreuzer da mal irgendwie was machen, aber sieht eben nicht so aus. So, wir drehen uns mal ein bisschen gegen die Iwami und gegen die Pommern. Aber nicht so stark. Au, 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 au. Mein Spam ist besser als den sein Spam. Und ich stehe richtig gut. Feueralarm. Torpedos direkt voraus. Checkst du es nicht? Das ist ein leichter Kreuzer. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Uff, so. Oh. Oh.
Laufen die auch aus? Nein, nein, einer trifft mich. Okay, geht aber. Au, 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 au. Leben? Leben! Wichtiges Leben. Okay. Ich will da Torps machen, oder? Ja. Feueralarm. Puff. Plötzlich waren sie alle verschwunden. Ich stand alleine gegen vier Mann. The fuck? Okay, dafür habe ich jetzt auch einfach abgegriffen. Lululululul. Das ist ein Match. Oh. So. Vernichtender Schlag, Unterstützer, Dreadnought und Großkaliber. Und drei Mann zerstört. 221.000 Schaden. Ah, guck mal, das waren mindestens ein 2.100 Base-Match. Gewinnen Sie drei Gefechte, in denen Sie die meisten EP Ihres Teams verdienen, kann im Verlauf mehrere Gefechte gewinnen. Okay, das ist ja jetzt nicht wirklich schlimm. Ich würde sagen, ich stehe relativ weit oben. Oh. Ja, das ist Qualitätscontent. Ah, Ignacio Allende, ne? Kimogami, da stellt sie sich Breitseite mitten hin auf, keine Ahnung, wie viel waren es? 16 Kilometer, 14, 16 Kilometer, gerade so außerhalb meiner Secondaries. Und dann bleibt er da einfach stehen, ne? Das schreit ja schon quasi zu nach ein Paddling. Die Pommern hätte mich raschen müssen. Einfach gnadenlos an mich ran. Mir keine Zeit geben, meine Secondaries einsetzen. Und viel hat er ja nicht gemacht, ne? 14.000 Secondaries, 5.000 Brände, das sind 19.000 knapp. Ist nicht viel für Secondary. Oh, Ruprecht hat echt... Ruprecht musste echt fressen. Aber das war gut so. Ignacio Allende, du bist und bleibst ein leichter Kreuzer. Du kannst nicht querig vor ein Schlachtschiff fahren. Es funktioniert einfach nicht. Er wollte halt seine Torps einsetzen. Und die kamen ja dann auch. Oder das waren die Mogami-Torps, die ewig gebraucht haben. Aber ich glaube wohl eher Ignacio Allende. Alles in allem fühle ich mich da so ein bisschen als Matchwinner. Ja, perfekto. Perfekto Mundo. Eine coole Million verdient. Ja, bleiben unterm Strich noch 999.000. Aber hier, 10.000, fast 11.000 Free XP mit dem Match. Ist halt ein bisschen schade, dass da jetzt so viel Schiffs-MP drauf ist. Das tut halt nicht Not. Aber ich habe ja keine... Ich habe ja da die nicht gepusht, die kommen ja von alleine. Da ist nur das Bonuspaket drauf und der Clan-Bonus, die 105%. Mehr ist es ja nicht. Tch. 9.700 nur von der blauen Flagge. Sonst hätte ich nur 1.000 gekriegt. Ich bin verarmt. Minus 120 Millionen Credits und minus 700.000 Free XP für die zwei neuen TFDs und die britischen U-Boote. Boah, da hast du aber gerade richtig hart reingeschissen, oder? Meine Fresse. Swallow. Was tust du?
120 Millionen Credits und 700.000 Free XP. Mussten die Free XP sein? Gut, ich meine, du schwimmst halt in denen. Aber ey. Die 120 Millionen, die kann man halt leider nicht umgehen. Tatsächlich. Jawohl. Das war mal ein schönes Match. Können wir uns eventuell sogar raussuchen? Nachher für Screenshots. Und so. Replay. Pommern. Kopieren. Einfügen. Plupp. Ich fahre doch kein U-Boot. Ja, das geht mir genauso. Einfach nur, damit man sie hat, ne? So, was sagen denn meine fantastischen Kanaldinger da? Die Drops. Die Drops sagen 41% vom Tactical Container, 42% von der Mission, 41% von den Gummipunkten. Wie viel Kapitäns-EP gab's denn gerade? Hab ich nicht geguckt. Müsste es einiges gegeben haben. Oh ja. 845 Elite-EP. Nice. Ich glaube, Lütjens ist einer der ersten, die 21 werden bei mir, oder? Oder? Ich hab Dings schon. Bei den amerikanischen Zerstörern. Hat, glaube ich, jemand. 21 schon. Mann, die fahre ich einfach zu oft. Ja, dann. Mr. Pommermann. Einfach nochmal. Werftaufträge. Easy. Bin ich schon fast durch. Habe ich jetzt die Schumfon-Spiele oder nicht? Ist jetzt nicht die Welt. Ich glaube, mit den Base-EP komme ich dahin mit den 16.000. Das ist bis 23. Das ist Montag wieder, ne? 23. Nee, Sonntag. Lol. Sonntag, 7 Uhr. Das ist... Okay. Das ist ein bisschen knapp. Warum ist denn das Sonntag und nicht Montag? Das irritiert wieder höchstgradig. Na gut, fahren wir weiter Schlachtschiff. Was ist hier? Ah, ist egal. Einfach nochmal. Oh, sind die Tagesaufgaben schon durch? Tatsächlich. Oh lol. Ich bin mit Tagesaufgaben schon durch. Ja, dann. Leider werden wir so ein schönes Ergebnis nicht nochmal reinfahren können. Und man sieht auch krass, wie ruhig ich geworden bin mit der Pommern. Na, einfach stehen und tanken. Anstatt halt da voll rein zu jolon. Oha. Nice. Ignacio Alaska, die Hector Alaska, die machen mir... Oh, drei Pommern. Ist klar, hey. Drei Pommern. Gefechtsstation. Frage ist, was machen wir jetzt?
Das ist auch ein scheiß Start mit einer scheiß Karte. Das Schröder ankotzt, was nicht mal 5 Meter geradeaus fahren können. Verbindlichen Dank. Das ist halt echt wieder. Und man fährt definitiv hinter der Insel und nicht vor der Insel. Die Ruprecht jolot halt rein und stirbt gleich. Okay, das werden wir wohl nicht gewinnen. Schade, schade. Ich sollte mal wieder mehr Würstchen in den Senf tun. In den Containern ist nur noch Müll. Was? Naja, dieser Chat ist auch nur noch Dreck, oder? Sieht halt absolut gar nichts. Okay, erobert B. Und sie sehen B nicht. Da ist B. Die kommen gut. Da sind schon mal 16k. 16k. Wunderbar. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Okay, die Ignazio Lend ist schon mal weg. Sind die alle? Sekundäres kommen. Nochmal 11k, jawohl, jawohl. Und die Sekundäres kommen. Es wird Zeit, in die Mitte zu drehen. Damit ist er weg. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Was? Da war leck. Die Frage ist, fahren wir vorne rum oder fahren wir hinten rum?
Ich kann halt nichts machen hier. Ich komme halt nicht drüber. Die Alaska muss weg. Definitiv muss die Alaska zuerst weg. Ja, dann nehmen wir halt die Pommern. Ist doch okay. Ist doch okay. Oh, jetzt rammt er sich da irgendwo noch fest. Am besten. So, Ladezeiten. Damit dürfte er weg sein. Du kriegst nochmal eine. Jetzt muss ich ran. Jetzt muss ich ran und muss die andere Pommern wegmachen. Weil meine Ägir ist halt. Der fährt halt voll gnadenlos rein jetzt. Und kriegt direkt auf die Fresse. Ägir, du hast. Das sind Torps, Mann. Alter. Okay. Schlachtschiff zerstört. Verstanden. Problem gelöst. Oh.
Also er ist Reichweite. Er ist in Reichweite. Go, go, go. Oh, oh. Was ist er denn? Gegnerischer Kreuzer gesunken. Können Sie diesen Rang nicht mehr verlieren? Weiß ich nicht. Aber sah wieder gut aus. Nahkampfexperte, Großkaliber. Good job. Good job. Ja, war eine gute Teamleistung. Vier Mann gekillt, ey. Das Schwede. Da kommen die Kills rein, ey. Was ab? Ah, Hector habe ich nur mit... Ah doch, einmal habe ich ihn getroffen. Ansonsten nur Secondary. Nur Secondary gespamme. Läuft wieder, Großkaliber, Nahkampfexperte. Nächste Stufe erreicht. Ja. Also eins ist ganz klar, ich muss erstmal ein kleines Biopäuschen machen. Körper ist warm, Hände sind kalt, Blase drückt. So ungefähr funktioniert das gerade. Bis gleich.